Da mein letztes Video mit den Pinterest-Rezept-Testen so unglaublich gut bei euch angekommen ist, ich verlinke euch das natürlich nochmal unten in der Infobox, dachte ich mir, ich mache nochmal einen zweiten Teil. Und ich habe wieder richtig, richtig geniale Rezepte gefunden. Die Sachen sind super unterschiedlich, aber klingen alle richtig genial und super schnell, super einfach. Und nicht nur ich habe diesmal so ein Video gedreht, sondern auch die liebe Shirin vom Kanal Shirin Gosch. Also schaut auf jeden Fall am Ende des Videos bei ihr vorbei. Ich werde ihr Video unten in der Infobox verlinken. Und ich freue mich auch schon sehr und bin sehr gespannt auf ihre Rezepte, vor allem auf das Ergebnis. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt in die Küche und dann werden wir gleich mal live testen, wie die Sachen so schmecken. Hierfür brauchen wir einfach nur Blätterteig und Nutella und eventuell am Ende noch Puderzucker, aber das entscheidet ihr einfach selbst. Als allererstes habe ich natürlich den Blätterteig ausgerollt und noch mit einem Nudelholz ein bisschen dünner gemacht. Dann schmeckt das Ganze am Ende noch ein bisschen besser. Muss man nicht unbedingt, aber fand ich eigentlich ganz gut. Und dann habe ich das einfach mit einem Messer halbiert. Ihr könnt natürlich auch zwei Blätterteige nehmen, aber ich finde, um es auszuprobieren, reicht auch erstmal die Hälfte. Und diese eine Seite habe ich dann mit Nutella bestrichen. Und dann habt ihr praktisch nur einen Versuch, und zwar müsst ihr diese nicht bestrichene Seite auf die bestrichene Seite legen und aufpassen, dass das nicht so wie bei mir so ein bisschen Fail ist, aber es passt am Ende, es geht. Und mit einem Messer habe ich dann ca. 1 bis 1,5 cm dicke Streifen geschnitten. Und die nehmt ihr dann einfach und dreht sie mit beiden Händen ein, so wie ich das hier gemacht habe. Das geht wirklich super einfach. Und die habe ich dann einfach auf ein Backblech gelegt mit Backpapier drunter, sonst klebt das nämlich alles fest. Und ja, dann müsst ihr einfach mal auf die Packung gucken. Bei mir waren es jetzt 180 Grad und ca. 15 bis 20 Minuten. Dann habe ich noch ein bisschen Puderzucker drüber gemacht, weil ich finde, das sieht auch einfach von der Optik her sehr schön aus. Auf die Sache bin ich sehr, sehr gespannt. Ich finde, es sieht schon mal optisch wunderschön aus. Und es ist wirklich super, super einfach, geht mega schnell. An sich wirklich mega, mega lecker. Das geht wirklich super schnell. Das ist perfekt für eine Party zum Beispiel oder so. Das Einzige, was ich euch raten kann, ist, nehmt wirklich ordentlich Nutella. Also meins ist jetzt fast ein bisschen zu trocken, obwohl ich fand, dass ich schon ziemlich viel genommen habe. Ansonsten bin ich aber wirklich begeistert. Ich würde sagen, ich gebe dem 4 von 5 möglichen Punkten. Don't be sad to your face. Hierfür brauchen wir Tomatensauce, dann von Knack und Back diese Buttermilchbrötchen, dann Salami zum Beispiel und Käse. Bei den Zutaten könnt ihr natürlich einfach das nehmen, was euch schmeckt. Schließlich ist es eine Pizza am Ende. Und als erstes habe ich diese Knack und Backbrötchen so ein bisschen mit dem Nudelholz ausgerollt, damit die größer werden. Dann kommt einfach auch schon Tomatensauce drauf, dann euer Belag. Ich habe mich jetzt hier für Salami und Käse entschieden. Macht es auf jeden Fall nicht zu voll, weil natürlich noch ein weiteres Buttermilchbrötchen oben drauf muss. Das habe ich natürlich auch ausgerollt vorher. Und so entsteht nämlich die Pizzawaffel. Ich habe einfach zwei gleichzeitig gemacht und dann einfach das Waffeleisen zu. Das geht super schnell. Und dann müsst ihr einfach nur ab und zu gucken, wie braun es schon ist. Und wenn das dann goldbraun ist, ist das auch schon fertig und ihr könnt es servieren. Mal was Herzhaftes. Das finde ich mega cool und die Idee ist echt richtig genial und das geht so schnell. Also, falls man mal Lust hat auf so einen Party-Snack, finde ich das ziemlich cool. Und ich werde jetzt auch mal probieren. Das ist sogar noch warm. Also, ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott, das ist wirklich richtig lecker. Ich muss sagen, ich war erst ein bisschen überrascht, dass man diesen Buttermilchteig verwenden soll, weil das klingt halt so süßlich. Aber ich dachte, ich mache mal das, was im Rezept auf Pinterest steht. Und das schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Und man kann das so kreativ gestalten, dem gebe ich direkt 5 von 5 möglichen Punkten. Für 2 Ü-Eier-Eis brauchen wir 2 Überraschungseier, 1 Kinderriegel, 60 ml Sahne, 50 Gramm Mascarpone, ein Päckchen Vanillezucker und außerdem Eisschiele. Als allererstes müsst ihr ein bisschen Vanillezucker nehmen und den mit der Mascarpone so verrühren. Einfach so ein bisschen glatt rühren. Das geht am Anfang ein bisschen schwierig, wird dann aber leichter. Und dann kommen wir auch schon zu den Überraschungseiern. Die macht ihr einfach auf und achtet darauf, dass die Schokolade natürlich nicht kaputt geht. Die Überraschung könnt ihr natürlich rausnehmen. Bei mir war so ein süßes Entchen dabei. Und ja, dann kommen wir auch schon zum Kinderriegel. Das wird nämlich die Füllung. Den schneidet ihr am besten in super kleine Stücke. Da habe ich erst die so quer geschnitten und dann nochmal längs. Also Hauptsache ihr hackt das möglichst klein, damit das am Ende sich auch gut vermengen lässt. Dann müsst ihr die Sahne steif schlagen. Wie gesagt, das waren bei mir jetzt 60 ml. Falls ihr mehr macht, müsst ihr einfach die Angaben auch vervielfachen. Der Test ist übrigens, die Sahne muss einfach so fest sein, dass man sie umdrehen kann. Und dann vermengt ihr die Sahne mit der Mascarpone und der Zuckercreme, die ihr vorher gemacht habt. Und dann kommt auch noch die Schokolade rein. Das verrührt ihr auch nochmal. Das wird nämlich, wie gesagt, die Füllung des Eises und auch das Highlight, würde ich mal sagen. Und dann kommt das Ganze in einen Spritzbeutel. Ich muss sagen, das muss man wirklich nicht machen. Ihr könnt das auch mit dem Löffel füllen, aber das funktioniert so eigentlich auch ganz gut. Ich habe dann, wie gesagt, ein Loch reingeschnitten und dann
die Überraschungseier damit gefüllt. Erstmal natürlich beide Seiten, das ist ganz wichtig, also alle vier Überraschungseierhälften. Und dann kommt einfach in die Mitte der Eisstiel schon relativ weit rein, damit das Ganze auch am Ende gut hält. Und dann setzt ihr die beiden Eier einfach wieder zusammen. Pass auf, dass ihr eben nicht zu viel Creme nehmt, sonst quetscht am Ende wieder alles raus. Aber bei mir hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich habe mir dann zwei Eierbecher geschnappt und die einfach so da reingestellt, wie ihr gerade seht. Und dann kommt das erstmal ins Gefrierfach. Hierauf freue ich mich jetzt am allermeisten, weil das so das interessanteste Rezept war, was ich so gefunden habe. Und erstmal der Härtetest, ob das Ganze überhaupt ein Eis geworden ist und hält. Das tut es schon mal. Also es war jetzt so 2 Stunden circa in der Tiefkühltruhe. Und ich werde jetzt mal probieren. Ist die Frage, wie man das isst, weil es bestimmt direkt kaputt geht. Das geht zwar direkt kaputt, aber es ist wirklich unglaublich lecker. Habe ich überhaupt nicht so mit gerechnet. Das ist gar nicht so süß, wie ich jetzt dachte. Diese Mascarpone-Creme ist so unglaublich cremig. Kennt ihr von Milka diese Eier, die es so im Winter gibt, beziehungsweise zu Ostern gibt mit dieser Cremefüllung? Die finde ich auch schon richtig lecker. Und so ähnlich schmeckt das. Das kriegt auf jeden Fall auch 5 von 5 Punkten. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Die Sachen waren wirklich diesmal richtig, richtig cool. Also da muss ich sagen, bin ich so stolz drauf. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch natürlich auch. Ansonsten vergesst natürlich nicht, bei Shirin vorbeizuschauen. Das Video werde ich natürlich unten in der Infobox verlinken. Ansonsten sagt mir gerne unten in den Kommentaren, welche weiteren Videos ihr noch bis circa Ende des Jahres sehen wollt. Dann kann ich ein bisschen planen. Und sagt mir auch gerne mit einem Daumen hoch oben, ob ihr noch einen weiteren Teil sehen wollt. Das macht echt Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!